Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anlageidee mit der HSBC. Wir werden heute über das Thema Bezugsverhältnis sprechen und das von Grund auf aufarbeiten, also so eine Art Erklärstück heute zum Thema Bezugsverhältnis mit Matthias Hüppe. Herr Hüppe, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind per Videokonferenz. Ich wende mich direkt mit meiner ersten Frage an Sie. Was ist das Bezugsverhältnis überhaupt? Was genau sagt es aus? Ja, was ist das Bezugsverhältnis? Man könnte es so ein bisschen so ausdrücken, das ist quasi immer die Ableitung davon, wie ein Derivat sich beispielsweise auf den Basiswert bezieht, auf wie viele Einheiten es sich bezieht. Der Hintergrund ist der, wenn wir beispielsweise mal den DAX nehmen und wir würden jetzt sagen, ein Zertifikat bezieht sich dann auf den DAX und ein DAX-Punkt ist ein Euro, dann würde so ein Zertifikat beispielsweise ja über 13.000 Euro kosten. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Das passt in die meisten Portfolien gar nicht rein, geschweige denn entspricht das einer Ordergröße. Das heißt, durch ein Bezugsverhältnis bricht man das Ganze kleiner. So ein bisschen kann man sagen, in haushaltsübliche Größen. Beim DAX beispielsweise, wenn es dann ein Hundertstel wäre, wenn man ein Bezugsverhältnis von ein Hundertstel hätte, dann bezieht sich dann das Zertifikat sozusagen vom Preis her auf ein Hundertstel DAX, dann ist ein DAX-Punkt nicht mehr ein Euro, sondern ein Cent. Und dann würde beispielsweise der DAX roundabout 137 Euro kosten. Also durch das Bezugsverhältnis drückt man also aus, auf wie viele Einheiten sich denn das Zertifikat dann vom Basiswert bezieht. Und in der Regel ist das Bezugsverhältnis natürlich dann kleiner. Es kann aber auch, also kleiner 1, es kann aber auch größer sein, theoretisch, wenn der Basiswert halt einen sehr kleinen Wert hat, um entsprechend das dann wiederum auf eine größere Größe zu bringen, damit es nicht ganz im Centbereich ist. Beides ist möglich. In der Regel ist das Bezugsverhältnis aber dann deutlich kleiner als 1. Also es gibt unterschiedliche Bezugsverhältnisse. Warum konkret? Ja, es kommt auf den Basiswert an. Also wenn wir jetzt mal so ein Extrembeispiel nehmen, wie nehmen wir zum Beispiel mal die Berkshire, die Hauptaktie, die kostet 450.000 US-Dollar in etwa. Wenn man da ein Bezugsverhältnis von 1 hätte und dann beispielsweise einen Hebel, jetzt wenn wir mal bei Hebelprodukten reden, vom Knockout-Produkt von Hebel 10, dann würde dieses Hebelzertifikat noch 45.000 Euro kosten. Circa, das wäre natürlich immer noch viel zu groß. Entsprechend muss man dann natürlich diese Bezugsmenge so anpassen, dass man irgendwo im Bereich ist, dass das für die klassischen Ordergrößen, die so im Bereich von 1.000, 2.000 Euro liegen, passt. Und dann möchte der eine vielleicht 1.500, der andere 1.400. Entsprechend passt man das Ganze an, dass es von der Größe so passt, dass die meisten Orders, die man ausführt, entsprechend ausgeführt werden können. Und es kann ja auch sein, dass jemand nur 20 oder 30 Euro investieren möchte und das Ganze dann auch kann. Entsprechend gibt es dann auch nochmal Bezugsverhältnisse, die dann nochmal deutlich kleiner sind. Ein Tausendstel ist beispielsweise auch möglich, je nach Basiswert. Im Endeffekt wird das gemacht, damit es überhaupt möglich ist, dann in diesen Basiswert zu investieren, beispielsweise bei Hebelprodukten. Herr Hüppe, können Sie uns Beispiele nennen? Unter welchen Umständen kann sich das Bezugsverhältnis denn ändern? Ja, wir haben das ja gesehen, so ein bisschen bei den größeren Titeln, sei es jetzt mal Amazon oder sei es Google gewesen. Es gab ja ein paar Titel, die haben Splits gemacht. Die haben im Endeffekt ja auch nichts anderes gemacht, als zu sagen, unser Aktienkurs ist nominal so groß, wir passen ihn jetzt mal an, wir machen aus einer Aktie 10 oder was auch immer, um halt den Preis sozusagen optisch kleiner zu machen, um damit möglich zu machen, dass man halt auch in diese Aktien dann mit kleinerem Volumina investieren kann. Im Endeffekt ist genau das Gleiche dann auch bei den Bezugsverhältnissen dann der Fall. Nur wenn wir schon ein Bezugsverhältnis beispielsweise haben, jetzt nehmen wir mal eine Aktie, die jetzt einen Split macht und wir haben vorher Bezugsverhältnis 1:1 und jetzt macht diese Aktie ja einen Split und aus einer Aktie werden 10 Aktien, dann wird das Bezugsverhältnis sich nicht mehr auf eine Aktie beziehen, sondern dann natürlich auf 10 Aktien, um diesen Effekt wieder auszugleichen. Das heißt, beispielsweise über Kapitalmaßnahmen kann sich dieses Bezugsverhältnis ändern, um das Ganze wieder auszugleichen, damit weiterhin das gleiche Verhältnis von der Beziehung her wertgleich gestellt wird. Das ist eine Möglichkeit. Was auch sein kann, ist je nachdem, es gibt bestimmte Produkte, die sich auf Future-Kontrakte beziehen, wo es dann, wenn es in die Future-Rolle geht, eine Anpassung vielleicht nicht über den Basispreis, sondern über das Bezugsverhältnis stattfindet. Oder es gibt auch Produkte, wo die Kosten über das Bezugsverhältnis ausgedrückt werden, dass das Bezugsverhältnis sozusagen immer wieder ein bisschen kleiner wird aufgrund der Kosten, die in diesem Produkt sind. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Grundsätzlich das, was man am meisten sieht, ist natürlich diese Anpassung, wenn es zu einer Kapitalmaßnahme kommt. Dann muss man das Bezugsverhältnis auch anpassen, damit beide Seiten sozusagen wieder gleichgestellt sind. Herr Hüppe, kann man nun auch sagen, dass das Bezugsverhältnis dann eher ein kosmetisches Instrument ist oder wäre das falsch? Ja und nein. Also
Vielleicht vergleicht man es so ein bisschen mit dem Einkauf im Supermarkt. Es gibt die großen Packungen und die kleinen Packungen. Es kommt immer darauf an, was da passt. Tendenziell kann man natürlich vielleicht sagen, die Packungen mit einem kleineren Packungsinhalt könnten vielleicht ein bisschen teurer sein, aber auch im Supermarkt kennen Sie es, da wird das ja auch ausgewiesen, vielleicht dann auf 100 Gramm oder auf ein Kilogramm, damit man das Ganze vergleichen kann. Aber am Ende des Tages, es ist in gewissem Maß kosmetisch, aber gerade wenn wir jetzt über Hebelprodukte sprechen, also Produkte, die ja schon per se ein hohes Risiko haben, wo man mit geringerem Kapitaleinsatz eingehen sollte, dann wäre es natürlich unglücklich, wenn vielleicht das Hebelprodukt schon 1.000, 2.000 Euro kosten würde, weil damit natürlich schon vielleicht zu viel Kapital investiert wird. Entsprechend ist es dann vielleicht auch von Vorteil, wenn dieses Produkt vielleicht nur 2 oder 20 Euro kostet, um eben dann auch mit geringerem Kapital, weil eben der Hebel natürlich schon einen starken Effekt macht, investieren zu können. Also es ist nicht nur kosmetisch, es ist natürlich auch einfach dafür da, damit man mit verschiedensten Summen einfach auch die Möglichkeit hat zu investieren. Man kennt das ja, man hat einen Betrag, den man investieren möchte. Und wenn wir jetzt mal eine Sartorius-Aktie nehmen aus dem DAX, die 450 Euro kostet, wenn man dann für 500 oder für 700 Euro investieren kann, dann geht das nicht. Entweder 450 oder 900 Euro. Dann ist man schon gezwungen, ein oder zwei Aktien. Dann wird schon schwierig. Um da mit seinem passenden Betrag immer sozusagen ein Investment zu finden, macht es natürlich Sinn, dann kleinere Bezugsverhältnisse zu haben. Herr Hüppe, das Bezugsverhältnis nimmt ja auch Einfluss auf den Spread. Warum eigentlich? Da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema wieder Supermarkt. Ich habe es ja schon gesagt, Sie kennen es ja, im Supermarkt wird dann oft auch angeschrieben, was kostet denn ein Kilogramm? Also wenn man zwei verschiedene Einheiten vergleicht, das ist sozusagen dann auch, um da deutlich zu machen, was ist denn der Unterschied, ob ich jetzt 100 Gramm kaufe oder die 500 Gramm Packung, beides wird normiert auf ein Kilogramm, damit man ein Gefühl hat, was ist denn sozusagen auf die Masse teurer? Und ähnlich kann man das Ganze auch machen, wenn man sich dann beispielsweise Zertifikate anschaut. Und wir haben hier mal ein fiktives Beispiel einfach mitgebracht. Wir haben also sozusagen zwei Zertifikate, die eigentlich den gleichen Wert haben, gleiche Funktionsweise, gleichen inneren Wert. Das eine Zertifikat hat ein Bezugsverhältnis von 1:1, das andere Bezugsverhältnis hat ein Bezugsverhältnis von 1:10. Das heißt, 0,1 ist quasi dieser Faktor dann. Jetzt schauen wir uns doch mal den Spread an, also die Differenz zwischen An- und Verkauf. Und da sehen wir bei dem einen Zertifikat, was sozusagen Bezugsverhältnis 1 hat, da sehen wir den Spread, der ist 8 Cent. Bei dem anderen Zertifikat, was das Bezugsverhältnis von 0,1 hat, da sehen wir, da ist der Spread 1 Cent. Jetzt könnte man ja auf den ersten Blick sagen, ja, damit ist doch das rechte Zertifikat, also das mit dem Bezugsverhältnis 0,1 günstiger, weil ich ja nur 1 Cent Spread zahle. Aber Vorsicht natürlich. Um die gleiche Position darzustellen, muss ich von diesem Zertifikat natürlich dann 10 kaufen. Und wenn wir dann wieder vergleichen, wie sind denn die Spreads, wenn wir sozusagen beide auf das gleiche Niveau, also normieren, wie beispielsweise im Supermarkt auf ein Kilo oder auf 1000 Milliliter, dann ist es plötzlich so, oder dann sehen wir, stellen wir fest, dass das Zertifikat mit der größeren Bezugsmenge, also wo wir 1 haben, 8 Cent Spread kostet. 8% sozusagen, das nennt man den homogenisierten Spread. Und auf der anderen Seite, wenn wir 10 von dem Bezug 0,1 kaufen, um sozusagen die gleiche Position darzustellen, haben wir 10 Cent Spread. Also hier in diesem Fall einen höheren, also den 10% homogenisierten Spread jetzt in diesem Beispiel. Also haben wir hier höhere Kosten. Und deswegen macht es durchaus Sinn, wenn man Produkte vergleicht, die verschiedene Bezugsmengen haben oder Bezugsverhältnisse haben, zu gucken, wo ist denn dieser homogenisierte Spread? Dieser Spread wird auch von den meisten Finanzportalen ausgewiesen. Und das gibt einem eine gute Möglichkeit, dann zu vergleichen und dass man sich vielleicht nicht nur leiten lässt von dem geringen Preis, sondern dass man immer berücksichtigt, ja, wie ist denn das Bezugsverhältnis bei Produkt A und wie ist das Bezugsverhältnis bei Produkt B? Herr Hüppe, jetzt zu guter Letzt noch mal ganz konkret, wie also berücksichtigen Anleger das Bezugsverhältnis beim Zertifikatekauf? Ja, ich glaube, es gibt zwei Faktoren. Zum einen, Entschuldigung, sollte man sich überlegen, wie viel Kapital bin ich bereit einzusetzen? Und da muss ich natürlich gucken, passt es überhaupt von der Größe her? Also wenn das Zertifikat, wenn ich 100 Euro investieren will, das Zertifikat 150 Euro kostet, dann geht es einfach nicht. Dann bin ich also schon gezwungen, vom Bezugsverhältnis natürlich ein kleineres zu wählen, damit es in meine Summe passt. Also das Ganze sollte natürlich passen, weil man sollte sich nicht dadurch gezwungen fühlen, quasi mehr Kapital zu investieren, als man eigentlich bereit wäre, gerade wenn es ein Risiko, sage ich mal, auf offensiven Produkten ist wie Hebelprodukte. Und zum anderen sollte man immer vergleichen. Und dann kann es schon mal sein, dass der Emittent A oder der Emittent B, die auf den ersten Blick, wo Emittent A vielleicht günstiger aussieht, aber immer kleinere Bezugsverhältnisse hat, dann, wenn man es anpasst und den homogenisierten Spread vergleicht, dann doch deutlich oder leicht oder deutlich teurer sein kann. Also auch hier so ein bisschen wie im Supermarkt die Augen aufmachen, immer vergleichen. Wie gesagt, Portale helfen da an der Stelle.
Und dann sollte man immer den Blick auf die Bezugsverhältnisse werfen, um dann es wirklich vergleichen zu können, weil ansonsten sieht vielleicht das eine Produkt nur optisch günstiger aus, ist aber dann, wenn man es wirklich anpasst, also hier wie im Supermarkt auf das Kilo vielleicht ausrechnet, dann deutlich teurer. Also hier auch einen Vergleich machen, ich glaube, das hilft an jeder Stelle. Matthias Hüppe, vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten. Vielen Dank, Frau Arnert. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Anlageidee mit der HSBC und bis zum nächsten Mal.